Ist das hier richtig, wo ich hier lang gehe? Okay, jetzt ist was passiert. Okay. Oh, oh, da ist ja wieder dieser Ritter. Scheiß. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge The Plague Tale Innocence. Ich fange heute Kapitel 6 an. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So Leute, weiter geht's. Kapitel 6. Beschädigte Güter. In den Ruinen eines Schlachtfeldes Ifran, Amicia, Hugo und Lukas trafen, heißt das, nicht ihr. Amicia, Hugo und Lukas, auf zwei junge Plünderer, welche mit ihrer Hilfe vor englischen Soldaten zu fliehen versuchten. Nur Lukas konnte entkommen. Amicia und Hugo wurden von den Engländern gefangen genommen. Stand da, glaube ich, ne? Ist manchmal ein bisschen schnell weg. So, und weiter geht's. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Wer? Ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise Leichenfledderer. Mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Okay. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Okay. Räudiger Köter. Oh. Ist es einer von denen, denen ich geholfen habe vorhin, oder was? Wo klettert die denn hin? Ist sie jetzt nur vorbeigekommen, um mich zu befreien? Wo ist denn eigentlich mein ganzes Zeug, Alter? Ach nee, da ist sie. Ich glaube, ich habe nichts mehr, ne? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Soll ich da jetzt hinterhergehen? Ich habe meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Wie, die brauche ich nicht? Doch, die brauche ich. Finde Hugo. Hugo. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Mhm. Sieh dich nach einer Ablenkung um und drücke nach oben, damit Arthur und Millie die Soldaten kurz beschäftigen. Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Achso, dann da lang. Ich denke mal. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Meine Fresse. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Okay. Ah. Oh, die ist ja schon mal vorgegangen. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ranke kann man nur schätzen. Hugo ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Ich nehme mal ein bisschen Zeug gleich mit hier. Was ich so finde. Wo sind die jetzt hin? Den Weg freiräumen. Sind auch über die Valois-Dörfer her. Komisch, dass sie immer noch sammelt, ne? Sie sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Wo ist denn die hin, Alter? Ich weiß gar nicht, wo die ist. König Edward, hier kann ich nicht lang. Da hinten gab es auf jeden Fall noch was. Keine Ahnung, wo die hin ist. Ich dachte, die wartet auf mich. Achso, hier muss ich wieder gucken. Ich gehe mal davon aus, dass es das da hinten das ist. Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Komisch, dass die anderen nicht irgendwie aufwachen oder so. Auf. Ja, ein paar Flaschen. Was ist denn das? Ein paar Flaschen nehme ich noch mit hier. Hier lang, Eindringlinge!
Wir haben... Oh. Wie haben die mich denn gesehen? Wie haben die mich denn gesehen? Ich hab doch nur so ein Ding aufgenommen. Lol, wo muss ich denn jetzt wieder beginnen, ey? Im Arsch der Welt. Muss ich das auch wieder alles neu aufsammeln oder wurde es gespeichert? Es wurde nicht gespeichert. Ja, chill. Ich muss Zeug mitnehmen. Da brauche ich zum Aufrüsten. So. So, war hier noch was? Da ist auch noch was. Uff. Stoff. Ja. Den wieder? Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Dann los. Das ist famos. Pass auf die Flaschen auf. So, ich habe nur das Ding hier genommen. Kann man da hoch? Nee, da kann man nicht hoch. Ich gehe einfach mal hinterher, hinter der. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Die machen mich so irre. So läuft das im Krieg. Und so erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern bleib unten. Ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Was konnte man hier machen? Einfach blind drauf los. Konnte man irgendwie X drücken, ich weiß aber nicht warum. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack, nichts leichter als... Ich renne immer hinter der hinterher. Mal gucken, ob das was bringt. Oder, nicht. Aber ich denke mal schon, dass das alles safe ist hier. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Was ist denn das Beste? Endlich wieder zu England. Das vielleicht da? Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Jetzt nach links. Sei bloß vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Oh, ich hoffe, das Ding fliegt nicht runter gleich. Bin ich nur so langsam oder ist die so schnell? Was gibt's hier so? Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit. Ich glaube, das war's, oder? Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Okay. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Tja, die werden mich jetzt suchen gehen. Die ist relativ schnell unterwegs, Alter. Ich bin hier nur so ein... Bin hier voll lahmarschig. Mal sehen. Mach auf hier. Scheiße. Das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Knack sie. Wärst du so freundlich? Knack diese Kiste! Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Alchemie. Ich komme schon. Leise rieselt der Schnee. Warte mal, ich nehme mal das hier mit. Da hinten ist auch noch was. Der pennt. Das nehmen wir alles mal mit. Willst du sie gar nicht mitnehmen? Englisches Geld. Das rühre ich nicht an. Ja, soll ich es jetzt mitnehmen, oder was? War hier irgendwas? Nee, da konnte man rüberspringen, ne? So, dann gehen wir wieder zurück. Wo sind die, Alte? Da sind Flaschen. Oh, da ist sie.
So, Vorsicht. Die pennen alle. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Sind hier auch Flaschen irgendwo, Alter? Nicht, dass ich da direkt reinlatsche, ey. Manchmal ist es ja dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Wo ist denn die? So. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Nee, noch lange nicht. Aber den Bruder müssen wir doch noch befreien. Olle Hugo. Wo ist Hugo? Hungriger Hugo. Ach, da ist er. Sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder Jungs? So, die müssen wir jetzt aber befreien. Nein, bitte nicht. Freu dich einfach, hey, dass du noch lebst. Die Kleine. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die ist weg. Die Kleine ist entkommen. Ihr Krieg steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Wo sind die hin? Ach da. Was soll ich tun? Die macht nichts. Die Zelte. Durchsucht die Zelte. Durchsucht die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. In welche Truhe? Ach, hier. Dein Einsatz, Melly. Guck mal, hier ist eine Werkbank. Könnte ich eventuell noch mal ein bisschen, was... Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Moment. Ich muss jetzt erstmal hier noch mal ein bisschen was sammeln. Amicia, komm zurück! Beruhige dich, uns geht's gut. Tut mir leid, ich hatte Angst. Ich kann nichts machen, Alter. Das gibt's doch nicht. Achso, ich brauch so einen Schlüssel. Verdammt. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht, dass ich noch so einen Schlüssel brauche. Aber wo ist der? Zum Glück sind sie beschäftigt. Meld so. Das Schloss. Jetzt muss sie wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Komm raus da. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ja, jetzt komm, mach hinne hier. Ich glaube, ich muss das Ding da oben abschießen, oder? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Meine Fresse, laber doch nicht so viel, ey, ich muss los. Go, lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. So. Noch immer nicht. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren. Teilt euch auf. Ich bin nicht verrückt. Ich habe wirklich etwas gehört. Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist, was ich hier gerade mache. Aber ich glaube schon. Ich kann die natürlich auch K.O. schießen. Das würde auch funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang kann. Ne, hier kann ich gar nicht lang. Hier gibt es nichts zu berichten. Ich sehe mal nach.
Leid wegzulaufen. Die Zelte! Durchsucht die Zelte! Durchsucht die Zelte. Na los! Sie können doch nicht einfach weg sein! Hey du! Aufwachen! Bist du taub? Wo seid ihr? Genug! Jetzt habt ihr mich richtig wütend gemacht. Das ist mir lang. Streik euch! Dann los! So. Der ist auch K.O. Da ist eine Kiste. Kannst du die aufmachen zufällig? Melly, übernimmst du? Also schön. Gibt's hier irgendwas in den Zelten? Nicht, oder? Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Nimm alles mit hier. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, Alter. Immer noch nicht. Nein, durchsucht nicht die Zelte. Zelte sind safe. Die sind safe, Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Was ist... Wer hat euch geschossen? Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Alter, ich metzel die einfach weg, ey. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wird mir das hier irgendwie angezeigt? Da hinten? Lasst uns in Frieden! Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Ja. Ist das hier richtig, wo ich hier lang gehe? Okay, jetzt. Jetzt ist was passiert. Okay. Oh, oh, da ist ja wieder dieser Ritter. Scheiß. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Ja! Getötet. Er wird uns umbringen. Ja! Hey, lauf! Oh, was ist denn das für ein Teil, Alter? Lauf? Achso. Junge, Junge, Junge. Warum? Was wollen die denn mit dem, Alter? Na komm. Knappe Sache, aber geschafft. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Mach hin, ne? Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo verstecken. Uiuiui. Uiuiuiuiui. Alter. Alter. Oh. Geil. Lauf, 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 lauf. Let's go jetzt hier mal. Aber so richtig. Schon wieder ab. Schon wieder entkommen. Und durch. Das ging relativ schnell. So Leute, da würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal, wo es dann genau hier weitergeht mit dem nächsten Kapitel. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne mal auf twitch.tv vorbeikommen und da einfach Tridonax eingeben. Oder ihr schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Direktlink zu meinem Twitch-Live-Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.